Moin, willkommen in Leipzig an der S-Bahn-Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz. Diese Station ist Teil des City-Tunnels in Leipzig. Er durchquert die Stadt in annähernd nord-südlicher Richtung und wurde im Dezember 2013 in Betrieb genommen. Im Jahr 2024 fahren die Linien S1 bis S6 der S-Bahn Mitteldeutschland durch den Tunnel. Überwiegend werden silberne Triebzüge des Typs Bombardier Talent 2 eingesetzt. Auf den meisten Linien fahren Züge mit grünen Türen, auf der S2 mit orangeroten Türen. Die Station liegt rund 20 Meter tief unter der Erde. Mit der Fahrtreppe dauert es fast 2 Minuten, um nach oben zu kommen. Am Wilhelm-Leuschner-Platz sieht man das neue Rathaus. Die Station ist mit Glasbausteinen ausgebaut. Sie werden von hinten beleuchtet. So ergibt sich ein hoher, heller Raum.
Oben zeigen große Bildschirme die nächsten Abfahrten an. Im Hintergrund ist der zweite Eingang zu sehen. Wir fahren noch einmal zum Bahnsteig hinunter. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.